In der heutigen Folge von Ich liebe euch reden wir über Hamsterkäufe. Und nein, in diesem Video wird es keinen einzigen wacken Witz aller. Also ich habe mir jetzt 3 Hamster gekauft, was mache ich denn jetzt mit denen? Grillt man die? Sind die glutenfrei? Geben, den gefühlt jeder Hartz-IV-Allmann einmal in den sozialen Medien gebracht hat. Doch beginnen wir mal von vorne. Wie wir alle wissen, steigen die Zahlen der am Coronavirus Erkrankten stärker an, als der Puls eines von der Gravitation benachteiligten Menschen beim Treppensteigen, und zwar in einem solchen Maße, dass sich nach der Regierung Chinas nun auch die Regierung in Italien dazu entschieden hat, ganze Städte unter Quarantäne zu stellen. Und da Italien bekanntlich nur wenige Panzerstunden von uns entfernt ist, bekommen nun auch viele Leute in unserem schönen Land Angst davor, dass auch sie bald schon in Quarantäne kommen könnten, was durch die Dauerberichterstattung in den Medien nur stärker angeheizt wird als ein Krematorium nach einer Pockenparty im Altersheim. Und was passiert, wenn man im schlimmsten Fall einer 14-tägigen Quarantäne ausgesetzt ist, weil man mit einem Corona-Infizierten in Kontakt stand? Richtig, man kann nicht einkaufen gehen. Und da für viele Menschen Verhungern nur so eine semi-geile Vorstellung ist, wird das Gehirn des Durchschnittsdeutschen in einen Alarmzustand versetzt, weshalb er Supermärkte als den Austragungsort der nächsten Hunger Games wahrnimmt. So Kinder, ich gehe in den Supermarkt. Wünscht mir Glück. Und deshalb rennen viele Leute zurzeit im Super Toy Race-Style durch Einkaufsläden, um so viele Nahrungsmittel und Hygieneartikel zu bunkern wie möglich. Und ich sage es mal so, es ist ja okay, wenn man sich für den Fall der Fälle eine Notration an Grundnahrungsmitteln zusammenstellt, was ja schließlich auch bereits seit Jahren unter anderem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfohlen wird, auch wenn es dabei eigentlich mehr um das Überleben in der Bude nach einer Naturkatastrophe oder so geht. Aber wenn ich dann Videos und Bilder davon sehe, wie sich Leute um Klopapierrollen schlagen und sogar Desinfektionsmittel aus einer Kinderkrebsklinik klauen, dann muss ich mich doch ernsthaft fragen, ob diese Menschen sich den Frontallappen weggekokst haben. Und wie gesagt, ich verstehe es absolut, wenn man sagt, dass man 3 Packungen Reis bunkert, mit denen man im Notfall dann seine veganen Nachbarn aus der Wohnung lockt, um Hannibal Lecter zu spielen, aber jetzt für 800 Euro irgendwelche Dosenraviolis und Hygieneartikel zu kaufen, nur um sie anschließend unterm Fliesentisch zu lagern, ist dann doch echt übertrieben. Und das vor allem, wenn es durch diese panischen Hamsterkäufe dann zu Materialverknappungen bei den Menschen kommt, die auf Waren angewiesen sind. Insbesondere was Desinfektionsmittel und Atemmasken angeht, welche dann nicht mehr in Arztpraxen oder Krankenhäusern vorhanden sind, also den Orten, wo man versucht, tatsächlich Menschen zu heilen, wenn nicht sogar ihr Leben zu retten. Sorry Timmy, aber wir haben leider keinen Mundschutz mehr, sodass ich deine lebenswichtige Operation leider nicht durchführen kann. Aber du musst verstehen, dass Herr Meier den Mundschutz einfach viel mehr gebrauchen kann als ich. Der schützt zwar nicht wirklich vor Viren, aber wenn er sich dadurch trotzdem besser fühlt, dann ist es das wohl wert. Oh, okay. Also kriege ich meine neue Niere erst nächste Woche? Bestimmt. Aber mal zu was anderem. Wie groß bist du ungefähr und magst du Feuer? So. Und wofür bunkern die Leute Dinge wie Desinfektionsmittel und Nudeln, als würde der 3. Weltkrieg ausbrechen? Für eine Krankheit, die bei den meisten Menschen nur grippeähnliche Symptome auslösen wird. Ich meine, wir reden hier schließlich nicht von Ebola, wo du anfängst, aus deinen ganzen Körperöffnungen zu bluten und eine Mortalitätsrate von 25-90% hast. In dem Fall könnte ich das Ganze dann deutlich mehr nachvollziehen. Aber Tommy, sag mal, angenommen, ich habe kaum Lebensmittel bei mir gebunkert, aber werde vom Staat unter Quarantäne gestellt, weil die Döne hinterm Hauptbahnhof noch ein paar mehr Krankheiten hatte, von denen mich Gummis nicht schützen konnten. Was passiert dann? Na, in diesem Fall wirst du vermutlich qualvoll verhungern. Was für eine blöde Frage. Nein, natürlich nicht. In dem Fall, dass du das Haus nicht mehr verlassen darfst, können immer noch Freunde oder Verwandte die Einkäufe für dich machen und dann einfach vor deinem Haus abstellen. Und wenn ich keine Freunde habe? In dem Fall sind nach Aussagen der Tagesschau dann die Gesundheitsämter bzw. die Kommunen für dich zuständig. Also keine Angst, du wirst hier echt nicht verhungern. Und selbst für den Fall, dass ganze Ortschaften wie jetzt in Italien unter Quarantäne gestellt werden, sprich die Einwohner dürfen die Städte nicht mehr verlassen, so gibt es dennoch die Chance einzukaufen, weil Lebensmittellieferungen von den Verboten ausgenommen werden. Aber gut, fassen wir das Thema also nochmal zusammen. Es ist absolut okay, wenn ihr sagt, dass ihr ein paar Packungen mehr Reis oder was auch immer einkauft, für den Fall, dass ihr krank werden solltet und das Haus nicht mehr verlassen könnt, wie etwaige Menschen in österreichischen Kellern. Aber wenn ihr ernsthaft der Meinung seid, ihr müsstet 40 Packungen Klopapier bunkern und sämtliche Reste an Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken aufkaufen, die ihr finden könnt, und dabei willentlich in Kauf nehmt, dass diese an anderen Orten wie Krankenhäusern etc. fehlen könnten, oder Menschen wie die 80-jährige Oma Hilde mit einem Immunsystem Marke Rolex aus der Türkei, deren Leben deutlich stärker von derartigen Viren bedroht ist, dann nicht mehr die Möglichkeit haben, sich mit diesen Mitteln zu schützen, dann habe ich so viel Respekt vor euch wie Erdogan vor der Pressefreiheit. Und jetzt mal im Ernst, warum zur Hölle schlagen sich Menschen um Klopapier? Ich meine, im Worst Case gehst du nach dem Kacken halt duschen. Ja, Alter, oder du kackst halt direkt in die Dusche. Du bist so krank. So, und abschließend bin ich jetzt natürlich auch mal auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum Thema Hamsterkäufe? Habt ihr euch auch einen Nahrungsmittelvorrat angelegt oder sagt ihr, dass es alles nur grundlose Panikmache? In dem Sinne, bleibt gesund, wascht eure Hände und haltet eure Haut rein.